So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4, die wahrscheinlich letzte Mission. Und zwar die Festung Ayagra, Alagra, wie auch immer. Und es müsste eigentlich jetzt tatsächlich sogar die letzte sein. 3, 4, 5, 6, 7, ich sage, es sind 8 Missionen. Daher weiß ich das auf jeden Fall. Gut, wir gehen rein auf jeden Fall. Jetzt kommen auch wieder die Videos so mit Intro und alles drum und dran. Ich bitte euch zu entschuldigen, dass das letzte Mal nicht der Fall war. Es fehlte einfach die Zeit, die Videos alle zu schneiden. Ich hatte beruflich ein bisschen was zu tun. Bin momentan auf neuer Jobsuche und alles drum und dran. Sieht momentan auch sehr positiv aus. Also soweit alles soweit klappt, wie ich das haben möchte. Aber wie gesagt, das musste ich halt letzte Woche erledigen. Deswegen kam auch so wenig Videos. Ich bitte dich zu entschuldigen. Ich hoffe, dass ich jetzt euch nach und nach wieder den Content bringen kann, den ihr von mir so ein bisschen kennt. Gut, gehen wir rein. In die Festung Ayagra. Giovi Fiorini. Dieser Name wird für immer an das Massaker an den Partisanen von Alagra erinnern. Tapfer kämpften sie gegen die Kriegsmaschinerie der Nazis, hatten aber keine Chance. Ja, scheiße, soweit. Ohne es zu wissen, sind sie direkt in die Falle getappt. Ich konnte Sophia, den Engel, nirgendwo entdecken. Viele der Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Partisanen starben jedoch nicht umsonst. Durch ihr Opfer gelangten wir an die Informationen, die wir benötigten. Wilm weiß von der Operation Avalanche, dem Plan einer alliierten Festlandinvasion. Ein Angriff auf die Flotte wäre eine Katastrophe. Die Schlinge der Nazis um Europa würde sich noch fester zuziehen und es erdrücken. Da wäre noch etwas, etwas Lebenswichtiges. Die USS Ancon ist das Kommandoschiff der Operation Avalanche. Das bedeutet, Hauptziel ist der oberste Kriegsherr der Alliierten. Böhm will General Eisenhower töten. Gestartet wird der Angriff von einer Nazi-Basis in den Bergen um Alagra. Ohne die Partisanen sind die Nellys Gangster die einzigen, denen es möglich ist, mir eine sichere Passage durch die Berge garantieren zu können. Weaver bereitet eine Bombardierung vor, aber es ist an mir, sie einzuleiten. Vielleicht finde ich ein paar Informationen zu den Plänen der Deutschen für ihr neues Spielzeug und kann dafür sorgen, dass sie es abschreiben müssen. Letzten Endes läuft es hierauf hinaus. Ich muss die Raketen aufhalten. So ist es. So, da geht's jetzt los. Wir müssen ein bisschen aufräumen. Und wir fangen am besten hier unten an, mit dringend in die Festung ein. Komm ich hier? Klar, wir kommen hier hoch natürlich. Wir müssen natürlich jetzt ein bisschen auf. Ich weiß noch nicht, ob wir alle optionalen Ziele geklärt bekommen. Wir schauen einfach mal, ob es alles so funktioniert, wie ich das möchte. Das Herz der Finsternis. Ich muss da rein. Ja. So, den ersten hole ich mir erstmal hier schon. Schön einen Darmdurchschuss. Bam! Eingeweihter Treffer. Und den zweiten, bevor der irgendwie Alarm schlägt, hole ich mir auch. Ich habe zwar jetzt eine Kugel unnötig verschossen. Eieieiei. Falsches Treffer.
Oh, ich glaube, ich habe irgendwas. Ja, ich habe den Tank getroffen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall wieder wechseln auf die neue Waffe. Weil jetzt gerade da was kommt. Ja, war klar. Deckung. Das war natürlich nicht die Absicht. Ja, es ist klar. Sonst nichts. Ah, der Sackjunge. So, ich versuche jetzt den Panzer in den LKW da mal hochzujagen. Vielleicht explodiert der ja. Wenn da einer gerade daneben steht. Anscheinend nicht. Dann nehmen wir halt den mit, den Kollegen da mit. So, mal der mal mit. Entschuldigung. War das Tim? Mal einmal hier alles mitnehmen. Ah, hier. Ein bisschen Munition mitnehmen.
Mehr finde ich nicht. Wunderbar. So. Ein bisschen näher in die Festung jetzt irgendwann mal rein. Die sind alle da oben in dem Gebäude drin, ne? Na komm. Dann nehmen wir das so mit. So gerade über die Steine hinweg in den Helm rein. Bam, Offizierskill müsste das gewesen sein. Ne, ist normaler Kopfschuss, okay. Ist mir schon klar, dass die jetzt wieder... Ah, da sind die. Ich glaube, den habe ich aber noch mitgenommen, den einen. Den müsste ich eigentlich sogar noch mitgenommen haben, den einen da. Ja, scheinbar, oder? Jawohl, den habe ich noch. Jawohl, jawohl, jawohl. Augenschuss, tot. Ja, super. Der holt jetzt natürlich Verstärkung gerade. Fuckerkill. Was wollt ihr noch mehr holt? Jäger Unterstützerkill. Down. Ich muss ja hier weg gerade. Vielleicht ein bisschen Nachschub kommt gerade. Ich muss den Nachschub jetzt mal gerade erledigen. Ich hätte erwartet, dass die jetzt alle... Nochmal kommen, sind vier Stück jetzt gerade. Gut. Jetzt ist mal irgendwann gut, ey. Der dritte sitzt dann am Ende. Ich muss jetzt gerade ein bisschen...
Kopfschuss, tot. Ja klar, sind natürlich jetzt einige, die jetzt ein bisschen... So, Jägerkill. So, jetzt mal alles an Munition wieder mitnehmen hier. Der Funker ist ja Gott sei Dank tot. Ich sollte hoch, dass ich den... Komm mal her, mein Freund. So, tot. Endlich. Muss ich gerade mal gucken. Da liegt einer, ja. So, dann ich den noch mit. Also loote den mal kurz. Klar, der Feind sucht natürlich jetzt wieder. Gut, die haben alle ausgelootet. Ich habe alles eingesammelt. Ich hoffe, den Panzer haben wir, Panzer den Lecker wieder. Wir haben natürlich jetzt ein paar Gegner hier. Jägerkill. Headshot. Headshot. Den nehmen wir noch mit, den Kollegen. Ich glaube, das waren sogar beide. Problem ist gerade, dass ich dich da angreifen kann.
So. Den nehmen wir mit, Kollegen. Virentreffer und bye bye. Und der ist auch tot. Und damit war es das. Nicht nur für das, für den, sondern für den Rest dieser Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Dann um 20 Uhr wahrscheinlich. Jo, tschüss.